Ja, nun kommen Sie mal her. Jetzt passen Sie mal auf da. Sind Sie mal ganz steuert. Ich glaube, ich habe da vorne ein paar Spuren gesehen. Von ein paar von so frisch hier. Und die Frische, die sind ganz, ganz scheue Wesen. Ja, dürfen wir jetzt nicht erschrecken. Wenn wir das tun, ja, dann kann es ganz schnell einmal sein, dass uns die anhauen. Zu der Jahreszeit, jetzt im Winter, kommen die aus einem Sommerloch raus, da sind einen Sommerschlaf gehalten haben. Und dann schauen sie mal. Dann ziehen sie durch die Berge und Täler und suchen einen geeigneten Platz, wo sie mal so ein bisschen chippen oder springen können. Ja. Und wenn sie das dann da, das ist ein Balzverhalten, ja, da also hauptsächlich Männlein sind in dieser Gattung, die Frisch hier, die Weibchen. Natürlich auch, und der Mann, der versucht natürlich, im Weibchen zu imponieren, also das müssen Sie sich so vorstellen, da ist halt so eine Schanze und da sieht das Männlein, wie das Weiblein daneben steht und dann kommt er mit einem Switch Rodeo 540 schreit den Kicker da sauber dahin, macht eine bombige Landung, nicht? Und dann versucht er natürlich das Weibchen zu beeindrucken, ja. Wir beobachten das jetzt schon seit längerem. Und passen Sie mal auf, passen Sie auf. Ich glaube, ein Gruppe Snopper, da ist da gerade gewittert worden. Ja, natürlich, da schauen Sie auch da. Oh ja, die Frisch haben jetzt eine Gruppe Snopper da gewittert, ne? Und da müssen Sie aufpassen, weil die zwei, die konkurrieren ein wenig. Die streiten sich um die Reis, um die Kicker, um die Wälder, um den Tiefschnee, um den Powder. Ja. Snowboarder, die funktionieren im Prinzip gleich wie die Frische. Ja, passen Sie auf, es geht bestimmt gleich los. Wenn wir jetzt statt sind und uns leise verhalten, dann werden wir jetzt gleich Zeugen von einem Revierkampf. Nicht? Ernst? Schauen wir uns das einmal an, oder? Bei uns da in die Alpen. Egal, ob das jetzt die Frischier sind oder die Snowboarder. Von einem von denen zwei, da wird das ein Albtraum. Da.